Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play LBA 2. Beim letzten Mal haben wir der Königin der Moskibinos noch einen kleinen Besuch hier Dingens. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir haben sie besucht, so. Und sie hat uns ihren Schlüssel ausgeliehen, mit dem wir den Geheimgang benutzen konnten, der zum Eiland CX führt. Und den werden wir doch, oder den haben wir jetzt schon benutzt. Und ich habe beim letzten Mal hier beim Aufzug aufgehört und den benutzen wir jetzt mal, um hochzukommen. Und dann dürften wir eigentlich schon direkt im Eiland sein. Und das ist hier auch das Eiland. Ich zeige es euch einmal kurz auf der Karte. So sieht das Ganze aus. In der Mitte ist ein Turm und drumherum sind Geschütztürme. Das heißt, mit dem Boot kommt man hier nicht hin, weil die werden sofort abgeschossen. Und ansonsten ist hier halt nicht viel. Ist halt nur so ein kleines Inselchen. Zwei UFO-Landeplätze und naja, der Rest ist halt so ein bisschen unterirdisch. Aber das gucken wir uns doch jetzt einfach mal an, was wir hier finden können. Wir haben zwei Eingänge, einen links, einen rechts, ist ja offensichtlich. Und für beide brauchen wir jeweils einen Schlüssel. Und einer von den Typen hier unten, die Schlüssel haben, einer von den Typen hier unten, die patrouillieren, haben den Schlüssel. So rum. Ja, und der Alpen Gamer und der A-Water Knight haben mir beim letzten Mal geschrieben, dass ich ja halt ziemlich einen Blödsinn gemacht habe beim Kämpfen. Und zwar habe ich die ganze Zeit einen Laser angegriffen, was eigentlich total bescheuert war. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Irgendwie habe ich nicht richtig nachgedacht. Ich war die ganze Zeit am Labern. Und eigentlich, ab diesem Punkt im Spiel ist es eigentlich nur noch an einigen Stellen sinnvoll, den Laser zu benutzen, weil eben wir die Blastrohrpistole haben, die ebenfalls Schaden auf der roten Magiestufe anrichtet und aber viel schneller feuert. Das heißt, wir machen damit viel mehr Schaden in viel kürzerer Zeit und wir können damit einfach die Gegner viel schneller besiegen. Aber ich benutze jetzt hier nochmal die Laserpistole, einfach weil die Typen hier nicht so einfach zu besiegen sind mit dem Blasrohr. Außer ich benutze einen Schutzzauber und ich möchte mir die Magie doch noch sparen. Und deswegen mache ich das mit dem Laser einfach, weil er so eine schön hohe Reichweite hat. Und da haben wir auch den Schlüssel bekommen. Na? Ah, du hast ihn schon aufgesammelt. Wunderbar, Twinsen. Guckt euch das mal an. Zwei Mülleimer auf so einer kleinen Insel. Einfach um den Turm rumgestellt. Dass sich das ausgedacht hat. Ich gehe erstmal nach links. Denn wir können zwar auch nach rechts, da geht es eigentlich weiter, aber ich möchte erstmal nach links, denn da gibt es noch ein kleines, naja, ich will nicht sagen Secret. Es gibt halt noch ein bisschen was zu finden, so ein bisschen Geld und Sachen und ein Kleeblatt und so. So, aber erstmal müssen wir hier das fette Walross töten und irgendwie leckt es gerade so ganz schön. Oh, hör auf zu laggen, Spiel! Lass das bitte! Ich möchte hier aufnehmen und das geht nicht, wenn es laggt. Also, es geht schon, aber das ist nicht gut fürs Video. Hör auf, Rechner, hör auf! Aua, ja, guck mal, nur wegen dir, Rechner. Alles wegen dir. Ich trage keine Schuld. Ich bin nicht zu unfähig. Nein. Nein, ich bin noch niemals zu unfähig, ein Spiel zu spielen. Das hat man doch, ey, bisher immer gesehen. Komm. Ich glaube, hier könnte ich das auch schon mit dem Blasrohr besiegen, weil das auf der gleichen Höhe ist wie ich. Ey, komm schon. Aber den Handschuh benutzen wir sowieso viel zu selten im Spiel. Deswegen mache ich das jetzt lieber so. Wunderbar. Ein Vieh weniger. Dann fliegen wir doch einfach mal. Ich hoffe, hier kommt jetzt kein Monster. Ja, genau so ein Monster, das mich angreift und tötet. Wenn ich einmal getroffen werde, falle ich hier wieder runter. Aber immerhin, das hat es jetzt nicht geschafft. Wunderbar. Wunderbärchen. So, komm mal hier. Sportlich. Und wir benutzen den Aufzug, um nach unten zu kommen. Denn das ist das, wo ich hin will. Und das ist erstmal so ein Riesenvieh. Hallo. Wie geht's dir? Wir sind jetzt in der Gaswolke. Können hier nicht raus. Das ist alles verglast. Na, du fettes Walross. Hehe. Aber hier gibt es halt so ein paar schöne Sachen, die hier rumliegen. Ja, nehmen wir doch direkt mal mit. Und ich verstehe nicht, warum ich das nicht sofort einsammeln kann, aber das ist wahrscheinlich, weil das sonst alles verschwinden würde. Ist das jetzt eben wie die Pilze. Bloß halt Herzen, Kleeblatt und Geld und hast du nicht gesehen. Da muss ich halt einmal drüber laufen, dann kommt das raus und dann kann ich es richtig einsammeln. Und es hört einfach nicht aufzulenken. Ich verstehe nicht, warum. Naja, wie auch immer. Wir nehmen den anderen Aufzug wieder nach oben. Und wir kommen jetzt in dem Raum raus, in den wir reingekommen wären, hätten wir die rechte Tür genommen. Das kann ich einmal demonstrieren, wobei eigentlich, nee, ich mach's lieber nicht. Ich zeige euch nur mal kurz, wo die Tür wäre, wo wir reingekommen wären, weil wenn ich da rausgehe, muss ich den Schlüssel wiederholen, um zurück reinzukommen. Das möchte ich nicht. Oh nein. Wehe, du triffst uns. So, hier wären wir reingekommen. Ist jetzt aber relativ unspektakulär. Ich gehe mal lieber auf die Plattform, bevor mich hier irgendein Vieh erwischt. Da sind ja so zwei. Den muss ich mich jetzt erstmal entledigen. Komm mal her. So, ja. Aua. Komm mal her, komm. Nein. Moment. Handschuh. Dauert zwar länger, aber
Ja, dann tauchen wir halt wieder ab. Mistvieh. Tauchst doch sowieso wieder auf. Da, sag ich doch. So, komm. Ey, warum treffe ich dich nicht? Warum treffe ich dich nicht? Das ist doch jetzt hier eine Frechheit sondergleichen. Und da taucht es wieder auf. Ja, komm, diesmal bin ich aber schneller. Diesmal treffe ich dich auch. Und ich mach dich sowas von fertig hier. Komm. Fürchte meine Spuckekugeln. Da ist schon wieder. Komm her. Komm her. Ich mach dich fertig. Weil ich Twinsen bin. Ich bin toll. Ich bin der Held dieses Spiels. Und du kannst gar nichts. Du bist einfach nur ein fettes Walross. Und, ey. Ich glaube, das kriegt jedes Mal wieder neue Lebensenergie, wenn es auftaucht. Ich denke mal, ich muss erstmal das Vieh hier fertig machen. Das mit dem langen Hals. Damit das da weiter rumfliegen kann, ohne wieder abzutauchen. Oder ich benutze einen Blitzzauber, aber da habe ich jetzt keine Laune zu. Ich spare mir die Magie lieber auf. Komm, stirb! Oh. Ja, irgendwie. Ich schaff das. Ey, cool, ich hab's doch besiegt. Wunderbar. Ja, irgendwie ging das mit den Feuerbällen abwehren schneller. Aber nun gut. Jetzt musst du noch dran glauben. Und dann kann ich den Schalter betätigen, denn die Tür bleibt nur eine gewisse Zeit lang offen. Wie man hören kann, ein kleiner Countdown. Sehr schöner Countdown, ja, muss ich schon sagen. So, und wir haben die andere Seite erreicht und da ist ein Raumschiff. Und die, oh oh, seht ihr das? Da links der Turm, der zielt auf uns. Moment, ich muss mal... So, wenn ich jetzt laufe, seht ihr das? Seht ihr das da ganz oben? Der bewegt sein Rohr und zielt die ganze Zeit auf uns, je nachdem, wie ich mich bewege. Uiuiuiui, das kann ja spaßig werden. Naja. So, ach, hier benutze ich wieder den Laser. Ist jetzt hier am bequemsten. Guck mal hier, weil den Schutzzauber, den werde ich mir für den Turm aufsparen, die ganze Magie. Kann ich da bestimmt noch gut gebrauchen. Ansonsten, was mir der alten Gamer auch geschrieben hat, ich kann natürlich, was ich mir überhaupt noch nicht die Gedanken drüber gemacht habe, ich kann natürlich auch den Schutzzauber aktivieren und dann auf Leute zurennen und sie einfach verprügeln. Das geht auch, also das wäre auch kein Problem, ging auch schnell. Ja, aber wie gesagt, ich spare mir das jetzt wieder auf, zumal ich jetzt hier raus muss. Ich habe Schaden genommen. Zumal ich jetzt hier raus muss und das ist jetzt nicht so hier die schöne Szenerie, weil wir werden die ganze Zeit hier angegriffen von den Türmen. Aua, aua, aua. Ach, wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach hier rein. Oh, verdammt, ich kann nicht da rein. Hilfe? Moment, Moment. Ich gehe erstmal in das UFO. Ich möchte da rein. Geht, Twinsen, so. Hallo. Wer bist du denn, Hübsches? Die hat auch so einen Riesenkopf. Haben wir die nicht schon... Nee, haben wir nicht. Das ist doch der Hund von der Insel der Bifiden, oder nicht? Hast du den etwa geklaut? Schäm dich. Wie geht's dir denn? Guten Tag. Wer sind Sie? Das hier Ui. Ist das persönliche Raumschiff des Kaisers. Sie haben hier nichts zu suchen. Du bist also die Ehefrau des Kaisers oder die Geliebte? Vielleicht kann ich den Kaiser erpressen. Na, wie geht's dir denn? Ach, das will gar nicht mit uns reden. Guten Tag. Wer sind Sie? Der Hund will gar nicht mit uns reden. Dafür muss er sterben. Stirb, du Hund! Ich kann ihn nicht mal treffen. Vor allem, wie das mal wieder hi-hi-hi-hi-hi anzeigt. Ich glaub's nicht. Dann stirb halt so. Uff, uff, ja. Naja, wie auch immer. Es wird dir niemand helfen. Naja. Ich guck mal, ob da unten noch was hinter den Kisten ist. Das könnte ja auch gut der Fall sein. Bestimmt so ein Mecha-Pinguin oder so. Oder auch nicht. Ein bisschen Lebens... Fünf... Boah. Ja, aber immerhin etwas. Ich wusste doch, dass hier was ist. Vielleicht hinter der Leiter noch? Man weiß ja nie, man sollte immer alles absuchen. In solchen isometrischen Spielen wird ja gerne immer was versteckt. Zumindest, naja, was heißt isometrisches Spiel? Das ist ja nur zur Hälfte isometrisch. Aber nun gut, dann muss ich mich jetzt wohl... den Wachen draußen stellen, um mir hier den Schlüssel abzustauben. Möglichst ohne, dass mich die... Aua. Ey, hör mal auf, hier zu schießen auf mich. Hör mal. Ey, lass dich treffen. Alter. Guck mal hier. Oh, ey. Höre auf mich. Mache das, was ich dir sage. Ach, weißt du was? Schutzzauber, Schutzzauber. Wo ist der Shortcut für den Schutzzauber? Ich bin... ich spiele mal wieder im Dunkeln. Da sehe ich die Tasten nicht. Oh, dann machen wir es halt so. So. Und dann kommst du jetzt hier sterben, bitte. So. Nein. Das hier. Genau. So. Stirb. Stirb einen schnellen Tod. Ah, da haben wir einen Schlüssel. Wunderbar. Warum feuert der eigentlich nicht auf mich? Oh.
Aber okay, okay, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ehrlich nicht. Aber ich muss jetzt hier mal noch ein bisschen Lebensenergie holen. Ja, Magie kann ich gebrauchen. Ach, du willst mich jetzt nicht auch noch anfeuern, oder? Weißt du was, ich töte dich jetzt einfach. Komm her. Na, treffe ich dich überhaupt von hier aus? Wird knapp. Moment. Nee, natürlich nicht. Probieren wir es mal von hier aus. Dann trifft die. Ah, du blöder. Nein, jetzt habe ich einen Meteor-Mega-Pinguin aktiviert. Mein letzter. Verdammt. Na, ich muss mir sowieso noch neue kaufen. Also wenn wir wieder zurück in Othringal sind, werde ich mich erstmal mit Nitro-Mega-Pinguin eindecken. Denn wir haben ja jetzt genug Geld. Das werden wir sonst nicht mehr brauchen. Oh, ich habe keine Magie mehr. Verdammt. Moment, ich muss deaktivieren. Ja. Na gut, eigentlich wollte ich mir das für den Turm aufsparen, aber das hat sich ja jetzt erledigt. Moment, da ist bestimmt auch noch Magie drin, oder? Komm her, gib mir mal Magie. Jawohl. Wahrscheinlich nur zwei, nee, fünf sogar. Na gut, besser als gar nichts. Jetzt haben wir immerhin wieder so ein bisschen. Ich muss mal eben auf die Uhr gucken. Was sagt die Uhr? Ach ja, wir haben noch Zeit. Wir haben noch gut Zeit. Sind gerade mal 10 Minuten um. So, oder 12, ist mir egal. Gehen wir erstmal rein. So, und da sind wir. Mit der Wache, die sich gerade die Knarre vor die Stirn gehauen hat. Sehr intelligente Wachen haben die hier. Und schon wieder, ey. Übt der das Salutieren oder was macht der da? Guck mal her, du musst jetzt sterben. Weil ich es dir befehle. Denn ich bin Twinsen, der Held dieses Abenteuers. So. Wenn du schnell stirbst, dann wird es auch nicht so wehtun, glaub mir. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Ja, ich glaube, der Laser macht aber immer noch Projektil mehr Schaden. Ach, du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Immerhin hat er mir Magie gegeben. Da ist ein Bild des Kaisers. So. Es wird Zeit, mal wieder in den magischen Ball einzusetzen, denn von hier aus kann ich den doch bestimmt treffen, oder? Nö. Anscheinend nicht. Moment, dann springe ich mal hier hoch. Dann geht das von hier aus. Warum? Es ruckelt schon wieder. Nee, 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 nee. So, jetzt kommen wir hier. Ach, Quatsch, falscher Modus. Ey, immer noch nicht? Was soll das denn? Dann springe halt da hoch. Dann klappt es hoffentlich jetzt. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. So, komm her. Boing. 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 3, 4, 5, 6. Leck. 7 Schüsse. Oh mein Gott, das dauert aber ewig. Ah, wir brauchen dringend bessere Waffen. Denn sonst sehen wir Alters. Oh Gott. Da ist ein MG-Nest. Das weiß ich noch. Da oben, ja. Ja, boah. Oh, nein. Ich habe voll die Granate ins Gesicht bekommen. Oh mein Gott. Nein, Moment. Moment. Ich krieg das schon hin. So. Ja, du wirst ruhig deine Granate. Hat aber eine gute Zielgenauigkeit. So. Ich aktiviere den Schalter mit dem magischen Ball. Ich hoffe, das geht von hier aus. Wenn ich den an der Seite... Nee, es geht natürlich nicht. Moment. Moment. Das kriege ich schon hin. Irgendwie. Vorsichtiger Modus von hier aus. Komme ich da rüber? Hey, ich kann die von hier aus besiegen, aber da habe ich jetzt keine Laune zu. Wozu denn? Ja, komm. Komm. Jawohl. Wir wollen nämlich da rein. Denn da rechts war ja die verschlossene Tür. Da kommen wir nicht durch. So, ein Bild kann ich nicht untersuchen. Schade. Dann gehen wir mal weiter. So. Und direkt mal in den vorsichtigen Modus. Denn ihr seht, da sind Husaren. Die Husaren des Kaisers. Und die kann ich beim besten Willen, sofern ich es auch möchte, nicht verletzen. Mit meinen ganzen Waffen nicht. Ich muss mich erstmal orientieren. Ja. Geh mal. Oh, versteck dich. Twinset, versteck dich. So. Da kommt der runter. Da hinten ist ein Schalter. Oh, der hat mich gesehen. Was? Verdammter Mist. Verdammter Mist. Aktiviere den Schalter. Danke. Oh Gott. Ach, das war der... Ach, das war der Fehler unten. Jetzt habe ich das zugemacht. Nein. Die haben noch bestimmt einen Schlüssel, ne? Kriege ich aber noch nicht. Dann aktiviere mal das Ding hier. Dann kommen wir nämlich da oben raus. Da wollte ich auch hin. Und das leckt schon wieder. Ey, was ist denn heute los hier? Hi, wie geht's dir? Ja, der heult, der hat Angst, der rennt jetzt von uns weg. Nix da, du bleibst schön hier. Danke, der gibt uns nämlich ein Kleeblatt. Bringt mir zwar nichts, aber jetzt habe ich wieder volle Magie. Oh, das bringt mir also schon was. Und wir haben einen Schlüssel. Den können wir gut gebrauchen. Denn dann kommen wir runter. Wir können auch das Ding hier bedienen. Aber das hilft uns jetzt natürlich rein gar nichts, weil da unten keiner ist. Ey, und das laggt, ich glaub's nicht.
Twinsen, mach mal, dass es nicht mehr leckt. Hier, ruf mal Sendel an oder so. Dann vielleicht hilft die dir. Du hast doch die Kugel von Sendel hier. Sag mal, benutz die doch mal. Ja, oh, ja, ist klar. Ist klar hier. Hinder mich ruhig daran, da runter zu gehen. Du kannst mich mal gern haben hier. Du kannst mit meinem Buckel runterrutschen. Ja, ja, du. Meine Güte. Freunde der Sonne hier. Funktionsfähiger Pistolaser, du kommst wieder dran. Und du wirst jetzt sterben. Jawohl. Mal wieder, du bist schon mal gestorben, ey. Das ist hier, das ist ein Zombie-Würstchen. Ich frage mich, ob zombifizierte Würstchen gut schmecken. Ich glaube ja eher nicht. Ich denke mal, wenn man die isst. Hallo, der kommt auf uns zu, was soll das denn? Der geht völlig von der Rolle hier. Ich denke mal, wenn man zombifizierte Würstchen isst, dann wird man selbst zum Zombie. Ich glaube, das wäre nicht so intelligent, das zu tun. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Blasrohr, Schutzzauber. Eigentlich Schutzzauber, Moment. Der Schutzzauber-Shortcut ist auch eigentlich auf C, soweit ich mich erinnere. Ich muss eben nur C auf der Tastatur finden. Wo ist denn das? Ach, keine Ahnung, ist mir jetzt egal. Ach, der haut sich die Knarre auch vom Kopf, ey. Vollidiot. So, Moment. Mach ich es einfach so. Das geht jetzt schneller. Und dann kriegt ihr hier auch meine Schläge und so vor die Birne. Moment, dann deaktiviere ich den wieder, denn das verbraucht ja nur unnötig Magie und der kann mich sowieso nicht angreifen. Ja, guckt euch das wieder an. Volle Magie. Da oben steht ein Pylon. Warum denn das auf der Mauer? Das bringt doch gar nichts. Nee, nee, nee. Alles komische Vollidioten hier. Gehen wir erstmal runter und gucken, was wir finden. Uiuiui, seht ihr, wer da ist? Mit einem Piratenhut auf dem Kopf. Ich habe dich erwartet, Tinsunia. Dark Monk hat mir viel von dir erzählt. Das ist der Kaiser. Er hat eigentlich keinen Piratenhut auf dem Kopf, aber ein Kaiserhut eben. Erinnert mich so ein bisschen an Napoleon. Das war's, Quinsen. Du hast verloren. Und um deine Niederlage noch bitterer zu machen, werde ich dir die Wahrheit sagen. Wegen dieser dummen Religionslegende war ich einfach nicht mehr Herr auf meinem Planeten. Die Leute hörten nur auf die Priester von Dark Monk. Eines Tages landete ein Fremder auf Zelig und schlug mir vor, ihn als Dark Monk auszugeben. Zusammen haben wir alle dazu gebracht zu glauben, dass er die große Weissagung erfüllen würde. Die Wahrheit sieht natürlich ganz anders aus. Ich weiß zwar nicht warum, aber Dark Monk will sich die magische Energie aneignen, die in deinem Planeten schlummert. Und da ich der Herrscher von Selig werden will, haben wir uns zusammengetan. So, so, der Kaiser hintergeht also die Bevölkerung, also haben die Rebellen vollkommen recht gehabt. Dark Monk ist ein Betrüger. Das ist unmöglich, davon würde ich sie abhalten. Twinsunia, Dark Monk ist unschlagbar. In seiner Statue hat er eine Maschine gebaut. Sie kann die magische Energie speichern, die er deinem Planeten stehlen will. Meine Agenten sind nach Twinsun gereist, um eure Magier zu entführen. Wir brauchten sie, um die Energie deines Planeten nach Zelig umzuleiten. Die Kinder mussten wir entführen, weil sich die Magier weigerten, mit uns zu kooperieren. Nur du hast uns im Weg gestanden. Aber jetzt haben wir gesiegt. Die Zerstörung von Twinsun und die Verwendung der Maschine, beides wird bei der nächsten Zeremonie stattfinden. Und du wirst mich nicht länger davon abhalten können, die Mondreaktoren zu aktivieren. Das werden wir mal sehen. Hier, komm her. Stirb. Du wirst die Mondreaktoren nicht aktivieren. Aua. Moment, ich muss erstmal den Techniker da ausschalten. Er steht seelenruhig vor dem Schalter. Lassen wir ihn mal. Stirb, stirb, stirb. Oh oh. Ah, der Kaiser ist gestorben. Nein, er ist nur hingefallen. Oder? Nein, er ist gestorben. Na gut. Nein, tu es nicht. Und in seinem letzten Atemzug hat er den Schalter aktiviert, der die Reaktoren startet. Wir sehen es da auf dem Bildschirm. Oh, verdammt. Jetzt ist Twinsun richtig in Schwierigkeiten. Was ist das? Es ist Sendel. Oder eine von den Sendels. Twinsen,
Twinsen, ich bin... Oh, der Sound. Wendel. Twinsen, eine kosmische Katastrophe droht. Das ist ja furchtbar, der Sound. Der Mond hat angefangen, sich zu bewegen. Bald wird er auf Twinsun fallen und unseren Planeten zerstören. Du musst Dark Monk davon abhalten, diese Teufelsmaschine zu verwenden, die er in die Statue eingebaut hat. Damit könnte er die Energie anziehen und uns wegnehmen, mit der wir den Mond anhalten könnten. Du musst die 4 Fragmente des Schlüssels besorgen, und zwar von den 4 esmerischen Völkern. Sie benutzen die Teile immer nur für ihre Zeremonien. Mit dem Schlüssel kannst du die Statue aus dem Krater holen. Wenn du dann Dark Monks Vorhaben gestoppt hast, musst du sofort nach Twinsun zurückkehren. Dort, in der Sendelhöhle, werden wir dir helfen, den Mond anzuhalten. Oh Gott, klingt das furchtbar. Ja gut, das liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass ich das über die DOS-Box spiele. Da kann man leider nichts machen. Aber nun gut. Aua. So, ich nehme erstmal den Schlüssel. Aber jetzt ist der Sound hier auch so furchtbar. Was ist denn los auf einmal? Hast du den Säbel des Kaisers geschnappt? Mit ihm kannst du gegen die Husaren kämpfen, die den Palast des Kaisers bewachen. Was ist denn gerade los hier? Oder höre ich das nur? Es sind gerade meine Kopfhörer kaputt gegangen. Wie auch immer, wir haben den Säbel des Kaisers. Das ist natürlich sehr geil. So wie beim letzten, im letzten Spiel, im ersten Teil, haben wir den Säbel und damit geht es jetzt richtig ab. Moment, ich muss mal eben, ich muss euch mal eben was zeigen. So, wir nehmen den Säbel und jetzt haben wir die Animation, wie Twinsen den Säbel zieht. Oh ja. So, komm her. Aggressiver Modus natürlich, wie aus dem ersten Spiel. Aua, ja, das war natürlich jetzt nicht so gut. Von der Treppe fallen. Aber Twinsen wird hier zu einem Jedi-Ritter. Und macht sie einfach nur fertig hier, wie Yoda. Komm her. Ah, stirb. Und die können wir, wie gesagt... Aua, was ist denn los hier? Vor allem der Sound, der ist furchtbar. Ich glaube, ich muss den Part gleich beenden. Aber erst töte ich den Husaren hier noch. So, und der Techniker, der geht mir die ganze Zeit schon auf die Nerven hier. Der stirbt jetzt auch. Komm her. Wo bist du? Da bist du. Aber das ging schnell. So, ich zeige nochmal eben, was der Säbel so drauf hat oder was Twinsen drauf hat. Das ist eigentlich nicht anders als im ersten Teil, aber trotzdem egal. Einmal natürlich hier schön im normalen Modus, ja, bla bla, langweilig. Dann haben wir im sportlichen Modus, das sieht eigentlich am coolsten aus, ist aber total nutzlos. Erstmal Rückwärtssalto, Vorwärtssalto, ein Schlag, zwei Schläge und wieder zurück und vorwärts. Das bringt eigentlich gar nichts, dann kann man nicht richtig kämpfen, zumindest ich kann es nicht. Aggressiv haben wir gerade schon gesehen, hier macht er einen auf Jedi-Ritter und vorsichtig ist so mit das zweitnutzloseste. Twinsen schlägt halt nur ab und zu mal und in der Zwischenzeit kann ihn jeder verletzen. Ich werde die ganze Zeit im aggressiven Modus kämpfen, denn das ist das Effektivste. Und wir gucken uns jetzt an, wie hier der Smaragdmond angetrieben wird. Können wir den Schalter nicht zurücklegen? Leider nicht. Leider nicht. Na gut. Verdammt. Der ganze Mond fliegt jetzt auf Twinsen zu. Wir müssen uns beeilen. Glücklicherweise haben wir ja schon 3 von den Fragmenten gesammelt. Wir haben jetzt endlich eine Motivation dazu, sie zu sammeln. Es fehlt uns nur noch das von den Elitos, weil hier Bifi haben wir schon, Moskibinus, Bleichening haben alles schon gesammelt. Sonst hätte ich das jetzt noch machen müssen, aber habe ich ja schon gemacht. Das habe ich, als ich das erste Mal gespielt habe, auch gemacht, weil ich habe die einfach so gefunden, habe mir gedacht, ach ja, nimmst du mal mit. Vielleicht kannst du später noch gebrauchen. Und wie man sieht, man braucht es noch. Ja. Ich habe auch eine Diskussion gelesen, dass die Sendels ja ziemlich egoistisch sind, mehr oder weniger, im Magic Ball Forum. Denn es ist ziemlich viel Mist aus Twinsun passiert. Die Esmeria sind gekommen, die Magier wurden entführt, die Kinder wurden entführt. Ich war hier auf ich war auf Zelig. Und hier ist ziemlich viel Kacke abgegangen. Aber Sendel hat nichts gemacht. Erst als der Smaragdmond aktiviert wird, der Reaktor auf den Smaragdmond, sodass der Smaragdmond eben auf Twinsun zufliegt, hat sich Sendel bei mir gemeldet. Das heißt, sie meldet sich eigentlich nur, wenn die, wie sagt man das nochmal auf Deutsch? Ich kenne es jetzt gerade nur noch auf Englisch, Stellar Entity, halt die Gottheit, irgendwas, was halt im Kern von Twinsun ist. Erst wenn das in Gefahr ist, so wie jetzt, meldet sich Sendel. Tja, kannst du mal sehen. Aber wie auch immer, ich denke mal, wir haben genug für diesen Part geleistet. Wir haben leider nicht verhindern können, dass der Reaktor aktiviert wird. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass wir schnell genug sind, um den Mond aufzuhalten.
Aber dafür müssen wir uns jetzt erstmal dem Dark Monk-Typen stellen, dem, ach, wie nennt man das denn? Dem Betrüger, nein, das ist aber nicht das Wort, was ich benutzen wollte. Egal, wir müssen uns erstmal dem Betrüger stellen und ihn herausfordern und dann eben zurück nach Twinsun reisen. Das werden wir dann im nächsten Part in Angriff nehmen. Natürlich müssen wir dann erstmal das Fragment, das letzte finden, das werden wir dann tun. Und so lange sage ich mal, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.